Piercing-Studio Wermelskirchen. Hallo, die Shanti ist heute bei uns. Shanti, welches Piercing bekommst du heute? Ein Nasenpiercing. Warst ja schon jetzt ein paar Mal hier, ne? Ja. Nicolo, genau. Startbereit. Startbereit, sterilen Handschuhe sind auch startklar. Wir stechen Nasenpiercing, haben wir auch schon desinfiziert und eingezeichnet auf dieser Positionierung. 7 mm Stichkanal höher, optimiert für einen späteren Ring. Nach ca. 4 bis 6 Wochen können wir deinen Ring einsetzen und dann, ja, hast du dein Nasenpiercing. Cool. Bist du startbereit? Ja. Perfekt. Also Augenwalze hier auflassen. Hier bitte nicht erschrecken, das ist das Receiving Tube, das müssen wir ein Stückchen in deine Nase reinstecken. Da bitte auch nicht erschrecken. Und sobald das Receiving Tube sitzt, steche ich dann einfach. Ne? Ich brauche dir auch nichts sagen, oder? Mhm. Okay, perfekt. Sieh das die Augen auf. Und das Nasenpiercing ist gestochen. Das war's schon. Alles wow. Gut? Ja. Noch nicht mal mit der Wimper gezuckt. Hast du gerade nicht gesagt, du machst immer die Augen zu? Nee, sie macht eigentlich immer, auf. Ja, jeder ist anders. Ne? Der eine will zugucken, der andere sieht hin. Gut aus. Mhm, so, dann machen wir eben schnell den Schmuck drauf. Schmuck ist drauf, ich setze den Schmuck ein. Schmuck ist drin und da ist dein Nasenpiercing. Fertig, jetzt kommen die großen Krokodilstränen. Mhm. Mach euch erstmal die Tränchen weg und schrauben wir den Stein fest. Hast du den Glitzerstein ausgesucht oder normale Kugeln? Mhm. Nee, Glitzersteinchen. 2,5 mm Swarovski. Wolltest du später einen Ring reinhaben oder? Ja. Okay. So. Schrauben wir den eben drauf. Und dann war es das. Wie schlimm war es jetzt für dich? Irgendwie gar nicht. Schlimmer als Bauchnabel, mhm, oder? Also Bauchnabel fandst du schlimmer. Ja. Ja. So sieht man auch immer schön den Unterschied bei jedem Menschen komplett anders. Okay, hier sind wir in die richtige Position. Und da sitzt es. Einmal mit 2,5 mm Swarovski und die Überlänge haben wir in der Nase. Ui, cool. Schön, dass du da warst, Shanti. Dankeschön.